Easy Training mit Easy und mit Sky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video gebe ich euch 5 Tipps für ein Weihnachtsgeschenk für euren Hund. Doch bevor es losgeht, noch ganz schnell den Abo-Knopf und die Glocke drücken und dann können wir beginnen. Geschenk Nummer 1. Sicher durch die Dunkelheit. Jetzt im November und im Dezember ist es leider sehr dunkel, wenn wir mit unserem Hund spazieren gehen. Und wir wollen ja, dass auch jeder unseren Hund sieht. Von daher habe ich mich mal schlau gemacht, was es denn so für den Hund gibt. Und ich selbst habe mir schon letztes Jahr ein Geschirr von Fressnapf gekauft, damit man auch meinen Hund sieht. Ich hatte erst nur eine kleine LED, aber bei seinem Fell hat man die einfach nicht von Weitem gesehen. Dieses Geschirr gibt es bei Fressnapf in verschiedenen Größen. Und es hat 3 Blinkmodi. An jeder Seite gibt es einen Knopf, um es zu aktivieren. Und wenn ich einen anderen Blinkmodus haben möchte, drücke ich den Knopf einfach nochmal. Oder halt 3-mal, damit es ausgeht. Die LEDs, die halten sehr lange. Ich hatte das Geschirr letztes Jahr im täglichen Gebrauch und musste es dann einmal die Woche aufladen. Es ist aufladbar über USB. Weihnachtsgeschenk Nummer 2. Die Zahnpflege. Ihr könnt auch eurem Hund zu Weihnachten den Kong-Jump-Neck, so heißt er, schenken. Dieser Kong ist aus Gummi. Das ist ein Kauspielzeug und es ist gut für die Zahnreinigung, wenn der Hund drauf rumkaut. Ihr könnt diesen Kong auch super werfen, weil er dann unterschiedliche Bewegungen macht. Und er ist auch gut als Beschäftigung, wenn ihr zum Beispiel hier in die kleinen Ritzen Leckerlis reinsteckt und die muss dann der Hund rausholen. Tipp Nummer 3. Festlich gekleidet an Weihnachten. Wenn ihr euren Hund an Weihnachten schick anziehen wollt, habe ich auch einen Tipp für euch. Ihr könnt eurem Hund ein weihnachtliches Halstuch kaufen. Dieses Halstuch habe ich von der Webseite www.meinhundehalstuch.de gekauft. Auf dieser Webseite gibt es Halstücher mit verschiedenen Motiven. Ich habe jetzt das Weihnachtsmotiv, aber das gibt es auch für den Sommer. Gibt es alles Mögliche. Oder es gibt auch bestickte Halstücher, entweder gepunktet, gestreift oder Karo bestickt. Es gibt von dieser Webseite auch Zubehör, wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, ich hätte gerne lieber zu Weihnachten einen Leckerli-Beutel, den kann man dann auch mit seinem eigenen Namen besticken lassen. Oder, das habe ich mal gemacht für den Sky, man kann sich auch ein Halstuch mit dem eigenen Logo besticken lassen. Weihnachtsgeschenk Nummer 4. Das ist die Biotanleine. Wird auch sehr gerne einfach mal genutzt, um die eigene Leine mal auszutauschen. Meine bisherigen Leinen hatten immer einen sehr hohen Verschleiß und von daher habe ich gedacht, nee, ich möchte jetzt diesmal wirklich mal eine ganz andere Leine haben. Diese Leine habe ich von der Webseite Feldami und bin wirklich sehr zufrieden. Das ist eine Biotanleine. Die gibt es in verschiedenen Längen und verschiedenen Farben.
Die hier, die ist jetzt 5 Meter lang. Was ist denn Biotan? Innen ist ein Polyestergewebe und der Überzug sind verschiedene Kunststoffarten. Die Vorteile von dem Biotan sind, dass die Leine wirklich sehr einfach zu reinigen ist. Also ich muss einfach nur ein bisschen Wasser drüber machen oder wenn wirklich Dreck drauf ist, kann ich die mit einer Bürste reinigen. Die Farbe, die verblasst nicht. Und die Leine, die ist UV-lichtresistent. Und laut Hersteller hat die Leine eine Reißfestigkeit von mindestens 180 Kilo pro Quadratzentimeter. Die Leine bleibt auch bei Kälte flexibel. Und was halt wichtig ist, es kommt nicht zu Scheuerstellen beim Hund, wenn die Leine auf dem Fell scheuert. Und für mich war auch ein Kaufgrund, die Leine schimmelt nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Das ist ja eine sehr lange Leine, vor allem auch bei den Schleppleinen, 10 Meter Leinen, die liegen mal sehr gerne in der Pfütze drin und ich fand das nicht so angenehm an den Händen, wenn dann die Leine nass ist. Und die hier, die ist wirklich super, die wird einfach nicht wirklich nass, also die zieht sich nicht mit Feuchtigkeit voll. Und da bin ich sehr zufrieden und kann die auch als Weihnachtsgeschenk weiterempfehlen. Weihnachtsgeschenk Nummer 5. Für angenehme Träume. Ihr könnt auch eurem Hund etwas Gutes tun und ihm einfach eine schöne, angenehme Hundedecke kaufen. Bei meinem Hund ist es zum Beispiel etwas schwierig, da er doch sehr dichtes Fell hat, ist ihm sehr schnell warm. Ich kann ihm also kein schönes warmes Körbchen kaufen, weil es ihm einfach viel zu heiß ist. Also hat er von mir jetzt eine dünne Hundedecke bekommen. Diese Hundedecke ist von Dr. Bark. Die hat 2 verschiedene Farben. Die könnt ihr bei Amazon kaufen. Das ist eine Decke für drinnen und für draußen. Kaufkriterium für mich war, dass diese Decke waschbar ist bis 95 Grad und sie ist auch Trockner geeignet. Diese Decke gibt es in verschiedenen Größen von M bis XXL und in verschiedenen Farben. Euch allen eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal!